Hallihallöchen, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, was mache ich heute? Ich bin aufgestanden, dachte mir so, jo, irgendwie habe ich gerade Bock, Bikes Probe zu fahren. Das heißt, ich fahre jetzt gerade zu Yamaha. Und ja, dann gucken wir mal, was so rauskommt dabei, ne? Zum Beispiel NT07, wenn das möglich wäre. So, meine Freunde, da sind wir. Genau, Freunde, das ist jetzt die Yamaha MT07. Kurz mal rumgehen. Sieht doch eigentlich ganz, naja, relativ schicker. Ich fand die alte ein bisschen schöner von der Front her. Aber das ist bloß meine persönliche Meinung. Manche finden jetzt die schöner, andere finden die alte schöner. Genau. Oh, das letzte Mal nach Vorschlösser so ein Biker gefahren. Geil. Da war der erste drin. Okay. Oh, die Bremse ist auch wieder sonst wo hier, die Fußbremse. Ich kenne mal wieder ein ganz anderes Gefühl als meine Körper. Okay, Schleifpunkt relativ weit draußen. Oh ja, die geht richtig ab. Oh, die geht vorwärts, Mann. Mann, habe ich das vermisst, sowas. Ich muss sagen, diese Naked Bikes, die gefallen mir echt. Auch im vierten unten rum, das ist einfach so ein geiles Gefühl, dieses Bike. Hier muss ich mich weiter vorsetzen. Erinnere ich mich aus der Fahrschule. So, Quickshift hat die jetzt nicht. Ich blende mal kurz ein paar Daten ein zu dem Bike. Aber mal, ich glaube, da muss ich fahren. Gut, fahre ich mal kurz hier rechts und wende mal. Die hat ja auch ABS und Sicherheitssysteme. Nicht wie die Tourno 660 so viele, aber trotzdem genug. Boah. Oh Mann, ey. Ihr müsst euch festhalten an dem Lenker, wenn ihr hier Gas gebt. Also wirklich, die geht dermaßen vorwärts. So, ihr meint er jetzt hier hoch irgendwie? Da kann man jetzt mal hoch zu ein bisschen Gas geben, hat er gesagt, sagt er. Also die fährt sich ein bisschen, also die ist ein bisschen klein irgendwie. Ich habe meine Hände gefühlt hinter den Ohren. Okay, die Straße kenne ich nicht. Irgendwie will der hier nicht runterschalten. Okay. Das fühlt sich ganz seltsam an, dass wir hier gleich hochkommen, die Karre. Also, aber schon echt geil, muss ich sagen. Also, es macht wirklich Spaß, auf der zu fahren. Oh, die will nicht, dass ich runterschalte. Ne? Ich ziehe die Kupplung voll durch, dreht voll auf den Hebel und der sagt sich, nö, du schaltest es nicht. Alter Schwede. So, fahre ich mal hier lang. Also wirklich, Leute, haltet euch fest, wenn ihr auf der Karre Gas gebt. Ihr fliegt sonst voll weg hinten. Alter Schwede, ist die hart. Oh. Das ist echt geil, muss ich sagen. Oh. Also die fährt sich wirklich anders als die alte MT07, die ich damals in der Fahrschule hatte. Die hat wirklich bei Weitem nicht so geschoben wie die. Also das ist ja mal wirklich dicker, fetter Unterschied, muss ich echt sagen. So, eine halbe Stunde, jetzt will sie wieder nicht, eine halbe Stunde Probefahrt ist ja kostenlos, haben sie gesagt, sagten sie. So, ich hoffe, ich komme bei der Straße auch irgendwo hin hier. Ah. Irgendwie, die will das wirklich nicht haben, die gute Kiste, dass man hier runterschaltet. Das mag die irgendwie nicht scheinbar. Ah ja, Borten, irgendwie so. So. Im ersten müsst ihr aufpassen, dass die nie hochkommt, ne? Vielleicht auch durch die Sitzposition einfach bedingt. Aber mit der könnt ihr auf alle Fälle wirklich schön Kurven fahren. So. Ja genau, jetzt hier rechts der Heide noch. Aha. Ah. Ja, wirklich, das nervt mich. Dieser Runterschalten, das Runterschalten, das geht ja gar nicht. Das war Vollgas. Oh, dann seid ihr schon bei 116. Alter Schwede, es fühlt sich ja nochmal viel krasser an, wenn ihr hier Gas gibt. Einfach wahrscheinlich auch deswegen, weil ihr halt gerade drauf sitzt und nicht so nach vorne gelehnt. Oh, das war jetzt Vollgas, so. Ach du Scheiße. Nee, Freunde, also die geht wirklich, die geht gut zur Sache auf alle Fälle. So, Downshift.
Okay, ihr müsst den Hebel risch reinhacken, dann geht's, glaube ich. Also wenn ihr risch reinkickt, dann schaltet ihr runter. So, hier haben wir nicht so schnell fahren. Straße kann ich wieder nicht. Alter, aber die ist wirklich, also die hat einen Anzug, das ist unnormal. Also richtig cooles Ding einfach. Richtig geiles Teil. Ich muss auch sagen, die hat wirklich mehr Anzug als die Tourno 660, so wie ich das glaube. Also so wie es sich anfühlt zumindest. Alter Schwede, ey. Ach du Scheiße. Haltet euch wirklich fest, wenn ihr im Tourno 7 fahrt, Leute. Ach, die geht vorwärts wie Sau. Die hat weniger Leistung als meine Kawa. Die hat, glaube ich, 74 PS müsste die haben. Es hat immer ein bisschen Zeitdruck bei einer Probefahrt. Und ihr sagt, ihr habt 30 Minuten. Dann wollt ihr da wirklich nicht länger brauchen. Und wenn ihr dann irgendwelche Orte lang fahrt, die ihr nicht kennt, dann ist das halt schnell mal Eskalation. Saß da gerade jemand? Da saß gerade jemand. Ach du Scheiße. Ich werde jetzt am Ende mit dieser Landstraßenrunde, dass die relativ schön ist. Muss ich sagen, das ist irgendwie nicht schlecht, ja. Also, wo komme ich jetzt hier eigentlich hin? Ich muss irgendwo hier runterfahren eigentlich. Ich muss sagen, dieser Lenker ist irgendwie relativ kurz. Ich sitze hier irgendwie so ein bisschen. Es kommt noch, als hätte ich meine Hände irgendwo hier so. Also so fühlt es sich zumindest an. Bremsen tut es auf alle Fälle gut. Ihr seht, die sackt ein bisschen ab, so vorne. Der Hinterradbremse. Da habt ihr dann natürlich ABS, was da ein bisschen wegregelt. Das ist natürlich hilfreich. Bei meiner Kawi blockiert das Hinterrad, bei meiner Aprilia auch, weil die haben hinten beide kein ABS. Ich hoffe mal, ich bin hier irgendwo richtig und fahre wirklich Richtung Heidenau gerade. Okay, also Fahrtipp, wenn ihr die Fahrt in einer Kurve nie Kupplung ziehen, das ist immer schlecht für der Karre hier. Bei meiner Kammer bietet es sich wirklich manchmal an, aber bei der ist es nicht gut, wenn ihr Kupplung zieht in der Kurve. Das, ich würde nicht sagen, die mag sich, aber naja, es fühlt sich ein bisschen wackelig, unsicher an, wenn er hier Kupplung zieht. Siehst du gleich mal gar nicht. Ich glaube, jetzt sind wir wieder auf der Straße, wo ich hin wollte. Ja. Also wirklich, wirklich schönes Bike. Kann man nicht sagen. Da habe ich jetzt schon Angst, die MT10-Probe zu fahren, wenn die hier so schweinig schon abgeht. Weil der Verkäufer meinte von uns auch gerade, die MT10 ist richtig ruppig. Ah, hier bin ich wieder. Alles klar. Oh, ihr müsst wirklich, 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 wenn ihr hier im ersten Gas gibt, passt auf, dass die nicht hochkommt. Also, das ist einfach so krank, wie die hier zieht. Das ist ja bloß ein MT07, also ich weiß nicht, was ich hier gefrühstückt habe. Also ich muss sagen, die neuen Bikes, die sind wirklich, die haben es in sich. Aber ich werde im Sommer auch noch ein paar ganz andere Sachen Probe fahren. Das wird auch nochmal sehr interessant. Ach ja, genau, die hat übrigens keinen Quickshifter hier. Die ist sozusagen, also den kann man nachrüsten bei der MT07, aber die hat jetzt original keinen. Die Karre zieht und zieht, ne? Das ist so unnormal, dieses Vieh. Die ist zwar nicht laut, aber die zieht wie Sau. Also die geht wirklich ab wie Atze hier. Das ist so krank, wie die zieht. So ein geiles Bike. Also wirklich, wäre es jetzt nicht so ein bisschen unbequem, die zu fahren, sage ich mal, weil es sich halt, naja, es fühlt sich halt relativ klein an. Dann würde ich mir die echt gönnen. Hi. Alter Schwede, ihr seid so schnell da mit dem Motorrad. Es fühlt sich bei jedem Mal Gas geben an, dass wir die Klaue hochkommen. Ja, die ist ruppig. Ich muss sagen, Kurvenfahren kennt ihr wahrscheinlich, oder die meisten von euch von der MT07, das geht da eigentlich relativ gut. Die Wendigkeit, da kann man auch wirklich nichts sagen. Die federt halt so ein bisschen. Also ein wirklich, wirklich schönes Bike, Freunde. Genau, ansonsten die Controls, alles normal. Ihr habt hier noch einen Warnblinker, was ich bei mir jetzt nicht habe. Und ansonsten, ach hey, könnt ihr noch durchs Menü blättern, sehe ich gerade. Da könnt ihr hier halt zwischen den verschiedenen Anzeigen noch wechseln. Das ist noch ein ganz nettes Spielzeug vielleicht. Genau, ansonsten Tankanzeige, Temperaturanzeige, Wassertemperaturanzeige, Ganganzeige, natürlich eigentlich immer ganz geil. Drehzahlanzeige, ja, die geht bis 12.000 und bei 10 geht der rote Bereich. Alter, ihr müsst hier wirklich ein bisschen aufpassen, wenn ihr Gas gebt. Also, die zieht wirklich, also die zieht, ordentlich. Aber finde ich eigentlich geil so. Also, mir gefällt es wirklich gut, das Bike. Ich würde mir aber trotzdem wahrscheinlich die Tourno 660 persönlich holen, weil er einfach mehr Sachen hat. Gut, die kostet natürlich auch viel mehr, aber hat halt dann auch Quickshifter, Wheelie-Kontrolle und sowas. Das hat die ja hier alles nicht. Aber Quickshifter könnte man, wie gesagt, nachrüsten, aber naja.
Muss ja jetzt nicht so sein. So neutral finden ist auch ganz einfach. Einfach reintreten. Genau. So schön ist es schon gewesen. Geil. Genau, Schlüssel ist ein bisschen ungewöhnt, das hier hinten. Das ist ein bisschen dumm gemacht irgendwie. Ich fand es halt cool bei der... Ich weiß nicht, ob er bei der alten hier vorne irgendwo war. Hätte ich denken können, dass er irgendwo hier war bei der alten. Die meinen, der war immer schon da hinten. Also, keine Ahnung. Keine Ahnung, Freunde. Na gut, Freunde, auf alle Fälle, das war die Yamaha MT-07. Auf alle Fälle an sich wirklich ein geiles Bike. Also für den Preis lohnt sich das aber sowas von. Kann ich echt empfehlen, muss ich sagen. Na gut, Freunde.